Am letzten Tag des Turniers in Lenkler kam es vor den Augen von ca. 5000 Zuschauern zu einem ganz besonderen Ergebnis im abschließenden großen Preis. Beim Stechen des Drei-Sterne-Springens der schweren Klasse kam es zu einem Doppelsieg. So konnten sich die Starterin Inga Zwalina und Christina Fortmann beide mit einem fehlerfreien Ritt in 41,46 Sekunden über den Sieg in Lenkler freuen. Fortmann hatte mit dem 10-jährigen Oldenburger Rapp-Wallach San Bernardino als zweite Starterin in der Entscheidungsrunde die erste Nullrunde vorgelegt. Nachdem fünf weitere Paare sich vergebens versuchten, ihre Zeit zu unterbieten, gelang Zwalina mit dem 9-jährigen Holsteiner von Cassini eine fehlerfreie Vorstellung in exakt der Gleichzeit. Vorab, Christina Fortmann, San Bernardino, dein Eindruck hier und heute und in der vergangenen Woche? Ja, ich bin immer froh, wieder dieses Jahr hier dabei zu sein. Super schönes Turnier, optimale Bedingungen, der beste Start in die grüne Außensaison. Mein Pferd ist auch super gesprungen heute, die letzten Wochen schon und an einem ständigen Camp. Also ich bin eigentlich sprachlos. Das klang aber gar nicht so sprachlos, muss ich dir sagen. Also dir nochmal herzlichen Glückwunsch, Christina, zu dem tollen Sport. Und Inga Zwalina natürlich auch eine hervorragende Siegerin. Und auf die hundertstel Sekunde genau die gleiche Zeit zu reiten, ist ja eigentlich gar nicht möglich. In der Formel 1 hat sowas noch nie gegeben. Wie erklärt man sowas eigentlich? Ich glaube, sowas kann man nicht erklären. Das ist, glaube ich, bei mir auch zum ersten Mal, dass ich auf die hundertstel gleich bin. Ja, umso schöner ist der Erfolg einfach. Das bestätigt euer Sebastian Holtgräbe Osthus aus Salzkotten mit Contina Bellini und Stefan Engbers aus Südlohn mit Cornetta belegten die Plätze 3 und 4. Hart traf es auch Gastgeber Lutz Gripshöfer, der mit seinem Spitzenpferd Amaretto nach einem Fehler an Hindernis 8 und einer Verweigerung am Folgesprung aufgab. Trotz des wechselhaften Wetters können die Veranstalter auf eine gelungene Woche mit spannenden Wettkämpfen und einem begeisterten Publikum zurückblicken.